ungefähr hier haben wir aufgehört. Wir müssen jetzt das Lightfire entzünden. Wir haben jetzt Soma. Ist sie Soma? Ich glaube schon. Haben wir jetzt gefunden und wir müssen jetzt langsam hier deren Gebiet wieder zurückerobern. Gibt es hier noch mehr Loot, abgesehen von dieser Truhe? Sieht nicht so wirklich danach aus. Aber Hauptsache, ja, wir müssen das Leuchtfeuer entzünden, aber hier gibt es keine Treppe. Also gut, dass sie uns haben, weil sonst würden sie doch da niemals rankommen, oder sehe ich das falsch? Das ist ein Schlüssel. Okay. Brief an dich. Okay. Das ist nichts Relevantes für die Story. Ciao. Okay, die Leuchtfeuer müssen wir entzünden, damit der Nebel hier ein bisschen lichter wird. Und jetzt müssen wir die Vertrauten retten. Schauen wir doch mal, wo befinden sie sich? Hier, hier, hier. Ich würde sagen, wir gehen als erstes zu der Person hier. Und wir werden hierhin schnell reisen und dann hier runter gehen. Können wir hier die zwei Schätze noch mitnehmen? Bam und bam. Also eines der drei Königreiche haben wir schon... Ja, haben wir schon verbündet. Dann wird auf jeden Fall starke Kameraden. Nee, dieser alte, kranke Dude mit dem Sidecut, alter Vater. Auch seine Taktik beim Verhör mit den Köpfen war nicht schlecht. Also auf den bin ich schon mal gespannt. Und vor allem, ich hoffe, dass wir die wiedersehen, dass wir mit dem fighten können. Genau, dahinter müssen wir. Schau ich mal, war hier nicht noch ein Schatz? Nee, ich dachte, hier wäre ein Schatz, dahin gewinne ich. Okay, wir müssen jetzt... Oh, wir müssen weit schwimmen. Ich hasse Schwimmen. Es dauert einfach immer so todeslange. Können wir ertrinken? Ja, wir können ertrinken, aber gebt euch mal, wie viel Luft wir haben. Wie lange wir jetzt schon unter Wasser sind und wir haben jetzt ungefähr ein Achtel der Luft verloren. Kranker Shit. Wir sind hardcore. Wieso müsst ihr immer angreifen, ihr Wölfe? Oh, das war ein schwerer Angriff. Bam, bam, bam. Hey, als ob der da jetzt wegspringen kann. Tut mir leid, Wölfe. Ich will euch ja eigentlich gar nicht töten, aber ihr lasst mir keine Wahl. Wir da liegt. Oh, komm, wir lösen ihn von seinem Leiden. Ich kann mir vorstellen, dass das darum geht, dass der deswegen da oben chillt. Weil hier unten wahrscheinlich die Wölfe waren, die alles geschnetzelt haben. Ja, und das mache ich nicht. Okay, Nummer 1 haben wir gefunden. Und die Frage, wer ist er? Ja gut, den Pfeil verschwenden wir jetzt nicht. Ich hoffe, der schafft es jetzt selber daran, nach Hause. Oder müssen wir noch mit ihm labern? Der Dude kann doch fighten. Wieso war er dann da oben auf dem Turm? Oh, execute. Wolves, execute. Dass die damit auch immer wegjumpen können. Verkehrt mit denen. Okay, Nummer 1 haben wir. Dann gehen wir jetzt zu dem da. Zum Linken. Ich glaube, ich mache das wirklich wieder an, dass wir die Entfernung sehen. Kann auf jeden Fall ein bisschen entspannter sein. Na toll. Und das Quest hier ist jetzt schon wieder verschwunden. Hier irgendwo in der Nähe. Nein, keine Verkleidung. Group of Danes held captive. Okay. War hier was? Oh, die sterben alle. Keine Ahnung wieso. Oh.
Die sehen uns nicht. Sie haben uns gesehen. Ja, wie hat der AOE geschmeckt? Normalerweise frag ich deswegen immer. Alter, hat mir nicht mehr Damage gemacht. Was ist verkehrt mit dem? Hey, das ist der Dude, den wir schon gerettet haben. Zum Glück gibt's hier kein Friendly Fire. Oh, das hat wehgetan. Thank you, my friend. Ah, my friend, you have my thanks. Okay, die nächsten haben wir. Ab zum letzten. Ich finde es echt cool, dass hier so viele Pfeile sind, aber gut. Wahrscheinlich finden die einfach die Pfeile wegen dem kranken Nebel nicht mehr. Das ist schon übertrieben hier. Ähnlich wie auf der Thriller Bug. Saxons surrounding that old hut. There may be Danes trapped inside. Hat der uns auch gesehen? Ich glaube, die haben uns irgendwie alle gesehen. Lol, wieso ist sie da gerade durchgeschlichen? Oh, ein Pikinier. Der Fuß wehtut. Oh! Der war doch fast full life und execute 700 Damage. Hat jetzt eiskalt seine Waffe aufgesammelt? Lol. Das macht man aber nett. Okay, der hat hier irgendwas nicht mitbekommen. Hi there! Was haben wir hier? Alter römischer Brief, jo. Warte, hier drin war ich schon mal. Hallo, wie schaut's aus? Vielleicht aufstehen? Ich habe schon mal ein bisschen erkundet, bis mein Assassin's Creed abgestürzt ist. Deswegen kenne ich den Ort hier schon. Könnt ihr eigentlich hier mit mir aufs Boot drauf? Das wäre cool. Egal. Vielleicht kann ich da überhaupt beim Boot hinschippern? Jo, kann ich. Okay, wir sind wieder da. The beacon has drawn the last of my soldiers. By tomorrow, our strength will have returned, and we can retake our city. I have not yet spoken to Leif, Birna, and Galin about this. After my missteps, I worry what they must think of me. It doesn't matter. Yeah. What matters is how you lead them forward from this point on. Da freut sie sich. Diese Emotionen waren real. By Thor's hammer, I am glad we're together. In spite of our setback. Galen, you look well worn. Do not grieve the men you lost. They will be singing your praises in the corpse hall, waiting for us. Thank you, Jarl's Corner. Leif, you'd outlast any tempest. It's good to be back, Sorma. All as one. And know this. That I will follow you through the eye of the storm if you called. No, my. Birna. What is that too? I'm delighted you're alive. I'm delighted to be living. I lost so many after all this, but I still have you three. That makes me the most blessed warrior in Midgard. And Eivor,
You have more than proven your worth. Help us reclaim our city, and you will have an ally in me. My blade is yours. For Grantbridge. We'll rest for the night. Oh, das heißt Grantbridge. Okay. Das ist groß und Brücke. We retake Grantbridge. Pass the night in our camp, Eivor. Take anything you need. Das hätte sie nicht sagen sollen. Gleich haben sie nichts mehr. Außer Vorräte, so viel kann ich nicht essen. Ich bin perfekt ausgeruht. Jetzt zeigt, dass ich wieder ein bisschen schätze. Müssen wir jetzt mit allen Dudes reden. Galen, is that right? That's right. You are Eivor, the infinite fighter, the forever warrior. It's a glorious name. Many thanks. You were in a tight spot when we found you. Indeed. The Saxons pursued me, ran me bloody through the swamps and into the lap of bandits. And the wolves came. We all have our one day, the day we die. How you greet that day is all that matters. I'm proud to say that I was ready. Well, it's good to see you breathing still. Er sagt sie nur so. Ihr ist relativ egal, ob er noch atmet oder nicht. Leif, Soma says you're the man who built her longships. That's right. Each has a sharp keel, a stout mast, and a poem etched into the hull to sing the praises of the Dringer who commands her. A longship is heavy with fate. Just a few links of wood between you and a watery grave. What better place to put a line of poetry, hmm? Agreed. It's good to fight beside you, Leif. Likewise, Eivor. Der kann Schiffe bauen. Den brauchen wir gar nicht. Also gut, ja, der kann Schiffe bauen, aber kämpfen? Nö. Warte, fehlt da nicht noch jemand? Da hinten. Wieso ist jetzt dahinter gelaufen? Sie stand gerade eben noch neben uns. And you are Eivor's sunbeam. You cut through the fog like the sun burns through ice. You're in high spirits, all things considered. The ambush, losing wie your home. Apfel ist. In this moment, yes. Shit. But ah, you feel that? The moment has passed. We are free to pursue the next. What a gift! It is good to have you in this fight, Birna. I like you, Eivor. You might help me here or step on me. And by the look of you, I'd welcome either. Alter, diese Animationen beim Apfelessen. Wahnsinn, also man merkt schon, womit Assassin's Creed auf jeden Fall glänzen kann. The day is new and the air is bracing. Are you ready for the fight ahead? Na klar, ich hab alles. Let's take your city back. That's what I like to hear. Meet me at the western gate of Grantbridge. We've assembled there. Have care, you do not enjoy taking orders from anyone but your Jarl back home. Was macht der schon wieder da? I fight for Sigurd, none else. While you're on this ship, Dag, you fight for me. And for Soma's loyalty, we fight for her. Er ist doch ein bisschen skeptisch mit uns. Das gefällt mir gar nicht und wir haben 2 Fertigkeitspunkte. Okay, schauen wir mal, wie geht's weiter? Okay. Leben. Ja gut, das da hinten ist der Blaupfad, dann gibt es als nächstes Attentatsschaden und bald haben wir Geschossumkehr. Da bin ich mal richtig gespannt. Gerade diese Kranken-Dudes, die werfen gerne mal mit Speeren. Müssen wir das Langschiff hier nehmen oder können wir nicht einfach schnell reisen? Wäre das nicht viel sinnvoller? Ich schnell reise. Und wir sehen uns gleich auf der Brücke. Ah! Jetzt wird mir auch klar, wieso Grantbridge. Gut, sie ist jetzt nicht mehr ganz so groß. Oder was? Ist die da hinten gemeint? Also, ich schätze mal, wegen dieser Brücke da. Es ist Grantbridge. Oder halt irgendwie ein bisschen seltsamer geschrieben. Na gut, die Brücke hier ist es nicht groß. Aber die da hinten? Lol. Kranker Nebel. Man sieht jetzt schon nichts mehr. GG. Hauptsache, wir hätten jetzt hier noch, was weiß ich, 2-3 Tage rumlaufen können und die stehen ja einfach mal direkt vor dem Tor. One on each side of the door. Move when you get a signal and not a moment before. Wakeman must know we're here, as he should. Ey, dem so ein Glück, dass wir da sind, weil, ganz ehrlich, das sind gefühlt keine Truppen. Komm nicht mal durchs Tor durch. Wobei, da links kann man hier losspringen.
Aber ich würde sagen, meine Freunde, das war's mit dieser Folge. Wie dieser Angriff aussehen wird, erfährt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.